been killed in front of me. Im Oktober 2002 zitterte Washington DC vor einem Heckenschützen. Er tötete in Sekundenschnelle. Jeder konnte sein Opfer werden. Weiße, schwarze, junge, alte, Kinder. Danach verschwand er spurlos. Wie findet man einen Geist? Millionen Menschen hatten Angst. Ich fühlte mich so hilflos. Der Schütze aus dem Hinterhalt schlug immer wieder zu. Das ganze Land hielt den Atem an. Es gibt solche Menschen. Die Mörderjagd wurde zum verzweifelten Wettlauf mit der Zeit. Montgomery County, Maryland, grenzt an Washington, D.C. Im Gegensatz zur Hauptstadt der USA, einer der gefährlichsten Städte des Landes, gilt Montgomery als eine überaus beschauliche und sichere Gegend. Doch im Oktober 2002 wird die Idylle des wohlhabenden Städtchens jäh zerstört. Die Mordserie beginnt an einem Mittwochnachmittag im Einkaufszentrum in Wheaton Glenmont. James Martin will nach der Arbeit noch schnell ein paar Lebensmittel einkaufen, bevor er nach Hause zu seiner Frau und seinem 11-jährigen Sohn fährt. Plötzlich fällt ein Schuss. Auf dem Parkplatz hört eine Frau einen Menschen aufstellen. Sie sieht, wie James Martin auf dem Bürgersteig zusammensackt. Die Anruferin sucht hinter ihrem Auto Schutz, im Arm ihre 5-jährige Tochter. Is he bleeding? Yes. Where is he bleeding from? I don't know. I'm like half an aisle away from him. Is it inside? No, it's outside in a parking lot. Oh, there's a police officer here now. Einer der ersten dort war ein Polizist, der den Schuss gehört hatte. Martin ist bewusstlos und blutet stark aus der Brust. Er versuchte, erste Hilfe zu leisten, aber er sah sich auch nach Verdächtigen um. Minuten später ist James Martin tot. Einer der Ermittler benachrichtigt die stellvertretende Polizeichefin, Deidre Walker. Er erklärte die Umstände und die waren in der Tat sehr beunruhigend. Die kleine Eintritts- und große Austrittswunde ließen auf ein Präzisionsgewehr schließen. Ich ließ mir alle möglichen Erklärungen durch den Kopf gehen. In dem Bezirk hatte es bis dahin keine Drive-by-Shootings, also Schießereien im Vorbeifahren, gegeben. Ich hatte gleich das Gefühl, da würde noch was nachkommen. Die Spurensicherung sucht die Gegend nach Patronenhülsen ab und dokumentiert Schuhabdrücke und Reifenspuren. Inzwischen ist es Nacht geworden und die Polizei hat immer noch keinen einzigen Hinweis darauf, warum James Martin sterben musste. Dass Deidre Walker mit ihrer düsteren Vorahnung recht behalten sollte, zeigte sich schon am nächsten Morgen. Sonny Buchanan mähte am frühen Morgen den Rasen. Diejenigen, die ihn fanden, dachten erst, er hätte sich an seinem Rasenmäher verletzt. Sie riefen die Notrufnummer an. What's going on there? This guy's lawnmower did something, man. It chopped him up. He's bleeding real bad. He's down and out. Die Feuerwehr schickte nur den Notarzt. Die Sanitäter merken schnell, dass dies kein Unfall gewesen sein kann. Sie bringen Buchanan auf die Unfallstation, doch unterwegs hört sein Herz auf zu schlagen. Ein Arzt erklärt, er habe noch niemanden gesehen, der so viel Blut verloren hat. Sonny Buchanan war der Sohn eines hiesigen Polizisten, war also Familie. Sein Tod bildet den Auftakt zum wohl blutigsten Vormittag in der Geschichte des Bezirks Montgomery. Um 8.07 Uhr biegt in Aspen Hill ein Taxi in eine Tankstelle ein. Dort tankt gerade Carolyn Namro, ihr kleines Kind auf dem Rücksitz, immer im Blick. Plötzlich hört sie einen lauten Knall. Sie erschrickt, als sie einen riesigen Blutfleck an einer Seite ihres Wagens entdeckt. Dann taumelt der Fahrer des nur wenige Meter neben ihr stehenden Taxis auf sie zu, in seiner Brust eine riesige Schusswunde. Prem Kumar Valeka stirbt vor den Augen der entsetzten Frau. What, ma'am? Oh my God, ma'am, listen to me.
What is wrong? A man has been killed in front of me. How is he being killed in front of you? I don't know. Mr. Wallaker was shot. Mr. Wallaker, ein hart arbeitender Taxifahrer, wurde erschossen, als er gerade tankte. Zwei kaltblütige Morde innerhalb einer halben Stunde, nur 8 Kilometer voneinander entfernt. Meine Vorahnung hatte sich bestätigt. Nur wenige Minuten später schlägt der Killer erneut zu. Sarah Ramos wartet in Silver Spring gerade auf ihre Mitfahrgelegenheit zur Arbeit. In ihrem Geburtsland El Salvador hatte die junge Frau Jura studiert. In den USA jobbte sie als Haushaltshilfe. Fire and ambulance. Yes, I need the ambulance, please. Augenzeugenberichte sorgen für zusätzliche Verwirrung. A girl just shot herself. She just shot herself. Ein möglicher 1056 in Leisure World. Der dritte Mord in weniger als einer Stunde. Möglicher Selbstmord. Ich wusste sofort, das stimmte nicht. Diesmal findet die Polizei die Kugel, Kaliber 223. Sie war durch die Stirn des Opfers eingetreten, durch den Hals wieder ausgetreten, hatte das Fenster eines Restaurants durchschlagen und war dort auf dem Boden gelandet. Doch da treffen in der Notrufzentrale schon wieder neue Anrufe ein. Das nächste Opfer ist das Kindermädchen Lori Lewis Rivera, die an einer Tankstelle gerade ihr Auto gereinigt hat. Das ist der fünfte Mord an diesem Morgen. Jede halbe Stunde ein neuer Anschlag. Alle 5 Tatorte befanden sich in Montgomery County, in einem Gebiet von lediglich 16 Quadratkilometern. Und es hat in der Gegend noch weitere Zwischenfälle gegeben. Am Vortag hatten die Angestellten des Michael's Craft Store ein lautes Knacken gehört und eine Kugel in ihrer Fensterscheibe gefunden. Die Patrone flog nach oben und blieb in 1,80 Meter Höhe im Schaufenster stecken. Man fand auch Spuren einer Plastikblume im Laden. Die Polizei kann keine Verbindung zwischen den Bluttaten herstellen. Alter, Geschlecht, Rasse der Opfer waren ganz unterschiedlich. Das war das Beunruhigende. Auch war keines der Opfer nach dem Anschlag ausgeraubt worden. Vielleicht war einer ausgetickt, der das Sorgerecht verloren hatte. Oder ein Terrorist. Wir mussten schleunigst etwas unternehmen. Offenbar machen ein oder mehrere Heckenschützen auf die Bürger von Montgomery Jagd. Wir mussten sofort alle Kräfte mobilisieren und schnell den Einsatz planen. Die Polizei setzt Sondereinsatzkommandos ein und bereitet sich auf einen Straßenkampf vor. Wir rechneten damit, diesen Typen mit Waffengewalt stellen zu müssen. Während einige Scharfschützen der Polizei sich für einen Schusswechsel rüsten, helfen andere bei den Ermittlungen. Wir schickten unsere Scharfschützen an die Tatorte. Sie sollten aus ihrer Sicht beschreiben, was dort passiert war. Fast alle Anschläge hatten sich an öffentlichen Orten wie Parkplätzen und Tankstellen abgespielt. Solche Orte besetzen nun Zivilpolizisten, um den Schützen dort gegebenenfalls zu stellen. Die Ermittler beschäftigt besonders eine Frage: Von wo aus hatte der Schütze gefeuert? Es gab keine Hügel, keinen Wald oder Baumgruppen, nichts zum Verstecken. Und deswegen kamen wir darauf, dass vielleicht ein Fahrzeug beteiligt gewesen war. Die einzige Spur, die Polizei bislang hat, scheint diese Annahme zu bestätigen. Wir hatten einen Zeugen, der beim Anschlag auf Sarah Ramos zugegen war. Er hatte den Schuss gehört, sich umgedreht und einen weißen Lieferwagen gesehen. Plötzlich scheint es, als würde die Gegend vor weißen Lieferwagen nur so wimmeln. Doch die Polizei weiß, sie kann noch weitere wertvolle Hinweise durch eine Autopsie der Opfer erhalten. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung könnte viele Fragen klären. Wir überprüften den Eintrittswinkel. Daran sieht man, ob von einem Dach aus geschossen wurde. Aufschlussreich war auch, welche Wunden die Opfer an diesem Tag davontrugen. Doch noch bevor die Untersuchungen abgeschlossen sind, geht in der Nacht ein neuer Notruf ein. Yeah, we got a guy just shot out here.
Pascal Charlotz, einen 72-jährigen Haitianer, traf der Schuss, als er die Straße überquerte. Er befand sich knapp außerhalb der Bezirksgrenze von Montgomery in Washington, D.C. Ich fuhr zum Tatort und dort kam ich zu der Vermutung, dass mit diesem Opfer das Töten in die Gegend der Hauptstadt ausgedehnt werden sollte. Doch inzwischen war das kleine Polizeihauptquartier in der Bezirkshauptstadt Rockville zum Zentrum der verzweifelten Jagd auf den Heckenschützen, auch Sniper genannt, geworden. Ab Freitag, den 4. Oktober 2002, bangen nun auch die Einwohner von Washington, D.C. um ihr Leben. Ob beim Tanken oder rausgehen, man ist einfach wachsamer. Die Angst war überall spürbar. Jeder machte seine Arbeit mit einem ganz unguten Gefühl. Sechs Menschen sind in weniger als 48 Stunden auf offener Straße erschossen worden. Und die Polizei hat weder Verdächtige noch Spuren oder Motiv. Und jeder könnte das nächste Ziel sein. Wenn jemand tankte, tänzelte er herum. Keiner ging mehr gerade auf der Straße. Polizeichef Charles Moose setzt als Leiter der Ermittlungen Barney Forsythe ein, seinen erfahrensten Mann. Der Chef fragte mich, was ist die Verbindung? Und ich sagte, es gibt keine Verbindung. Das ist der rote Faden. So ein Fall ist natürlich sehr schwer zu bearbeiten. Polizeichef Moose lässt schon früh auf eine Pressekonferenz der Öffentlichkeit so viele Informationen wie möglich zukommen. Don't appear to be anyone's enemy, don't appear to be involved in anything coordinated, just simply random targets. Schulen werden abgeriegelt und Soldaten davor postiert. Überall kreisen Helikopter. Inzwischen liegen auch die Ergebnisse der Autopsie vor. Vier der Opfer hatten Einschüsse im Oberkörper. Die Kugeln stammen aus einem Langstreckengewehr Marke Kalaschnikow oder Bushmaster. Diese Gewehre stammen vom Militär. Sie sollen nicht verletzen, sondern töten. Die Ballistikexperten der Polizei bestätigen, dass auch die Kugeln des Kalibers 223 Militärgeschosse sind. Die zerreißen alles. Sie sind vorne klein und werden breiter, wenn sie durchschlagen. Das heißt, dass alle Organe, die mit dem Kegel in Berührung kommen, verletzt werden, ob sie direkt getroffen wurden oder nicht. Doch von wo aus waren die Schüsse abgegeben worden? Wir untersuchten den Eintrittswinkel der Kugeln. So konnten wir bestimmen, von wo aus vermutlich geschossen wurde. Die Schüsse kamen nicht von Dächern. Der Schütze befand sich auf Augenhöhe mit seinen Opfern, ohne gesehen zu werden. Wie kamen sie nur so schnell weg? Die Ermittler vermuten, dass der Schütze aus einem Fahrzeug geschossen hat. Dies führt auch zu der Annahme, dass zwei Täter beteiligt gewesen sein müssen. Zum Schießen braucht man Platz und Bewegungsfreiheit. Die hat man aber nicht, wenn man hinterm Lenkrad sitzt. Die Vorstellung, dass der Heckenschütze von einem Fahrzeug aus schießt, heizt die Angst noch weiter an. Im Jahr zuvor haben die Einwohner rund um Washington bereits den 11. September und die Angst vor Anthrax-Anschlägen erlebt. Sind es jetzt wieder Terroristen, die Jagd auf sie machen? Die Schlagzeile der Washington Post lautete Sniper und Al-Qaida. Das wurde öffentlich diskutiert. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Polizei zeigt an allen öffentlichen Plätzen Präsenz. Doch der Sniper lässt sich nicht einschüchtern. Stop 2911, what's your emergency? We've had a lady shot in our parking lot. This is Michaels in Fredericksburg. Als der Schuss auf die 43-jährige Caroline Sewell in Virginia fällt, greift die Angst auch auf diesen Bundesstaat über. Get away from the window. I'm sorry. Where's the person at? She's laying in the parking lot, sir. Wie durch ein Wunder ist die Mutter zweier Kinder noch am Leben. Say that again, honey. She's laying on the ground between our store and Michael's. If she is moving her arm, there's a lady standing over. There's a lady standing with her. Caroline Sewell ist das erste Opfer, das überleben wird. Dieser Anschlag ist nun schon der zweite vor einer Filiale der Supermarktkette Michael's. Die Ermittler versuchen, eine Verbindung zwischen diesen beiden Fällen herzustellen. Wir suchten nach verärgerten Mitarbeitern, Personen, die entlassen worden waren, nach irgendeiner Verbindung zwischen dem Michaels in Maryland und dem Michaels in Fredericksburg. Aber es gab nichts.
An keinem der Tatorte wurden bislang irgendwelche Spuren gefunden. Die Täter haben sich einfach in Luft aufgelöst. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Wir hatten keine Täterbeschreibung, keinen guten Augenzeugen. Wie findet man einen Geist? Polizeichef Moose greift zum letzten Mittel. Er bittet die Bevölkerung um Mithilfe. We're still convinced that people have seen something. We want to talk to them. We want to follow up. Die Polizei richtet eine eigene Hotline für Hinweise aus der Bevölkerung ein. Es ging über 100.000 Anrufe ein, astronomisch. Die Ermittler arbeiten rund um die Uhr, um jeder einigermaßen lohnenden Spur nachzugehen. Drew Tracy folgt auf der Suche nach einem Muster eingehend der Route, die die Sniper zurückgelegt haben. Sie waren immer in der Nähe von großen Straßen und es handelte sich immer um Einkaufsmeilen, wo es bestimmte Läden gab. Und sie wussten auch über das Verkehrsaufkommen in Montgomery County Bescheid. Anstatt im dichten Verkehr Richtung Süden stecken zu bleiben, fuhren die Täter nach einem Anschlag am Morgen Richtung Norden weiter. Sie fuhren da, wo sie am besten durchkamen. Anhand dieser Route knüpft die Polizei ein enges Fahndungsnetz in Form von konzentrischen Kreisen, um so möglichst schnell zuschlagen zu können. Jede Einsatzgruppe könnte sofort reagieren, sollte ein neuer Notruf eingehen. In der Minute, bis wir benachrichtigt waren, kamen sie nicht weiter als 1-2 Kilometer, egal ob zu Fuß oder im Fahrzeug. Dann würden die Einsatzteams in dem entsprechenden Gebiet nach allen Seiten hin ausschwärmen. Unser Ziel war es, innerhalb von 2 bis 3 Minuten vor Ort zu sein und von Polizei in Uniform alle Straßen absperren zu lassen. Zudem würde sofort jede Menge Zivilpolizei herbeiströmen. Es gab flächendeckend Straßenkontrollen. Wir wollten sie in ein bestimmtes Gebiet einsperren. Die Polizei sucht nach weißen Kleinlastern und anderen verdächtigen Fahrzeugen. Doch obwohl sie für ihre Verbrecherjagd alle erdenklichen Kräfte mobilisiert, sind ihr die Sniper immer einen Schritt voraus und schlüpfen durch das enge Netz. Sobald wir dachten, wir hätten alles unter Kontrolle, geschah etwas in einem anderen Zuständigkeitsbereich. Seit 3 Tagen terrorisieren die Sniper nun schon die Gegend. Insgesamt 6 Todesopfer hat die Mordserie bislang gefordert. Nur eine Frau hat überlebt. Diese hohe Todesrate lässt nur einen Rückschluss zu. Das war jemand, der das Schießen gelernt hat. Jäger können das. Soldaten und Polizisten sind ebenfalls entsprechend ausgebildet. Weil die Tatorte der ersten beiden Tage so dicht nebeneinander lagen, hat die Polizei sich bei ihrer Fahndung vor allem auf Montgomery County konzentriert. Doch der Anschlag in Spotsylvania, Virginia, hat gezeigt, dass der Killer überall lauern kann. Womöglich ist er gar nicht aus der Gegend. Das Wochenende nähert sich und eine ganze Nation hält den Atem an. Wer wird das nächste Opfer sein? Ganz besonders in den Blickpunkt rückt nun auch die Sicherheit der Schulkinder. Mit meinen 3 kleinen Kindern rannte ich über Parkplätze. Beim Tanken ließ ich sie im Auto auf dem Boden kauern. Übers Wochenende diskutieren Behörden und Polizei, ob die Schulen geöffnet werden sollen. Bislang hat es keine Schießerei in Schulnähe gegeben. All of the school children safely returned home. No incidents, no activities at the school. Die Behörden lassen den Schulbetrieb weiterlaufen, doch die Kinder müssen in geschlossenen Räumen bleiben. Meine Kinder sagten mir, Mama, du musst in die Arbeit gehen, bis du ihn geschnappt hast, damit wir in der Pause wieder raus dürfen. Das war eben ihre Sichtweise. Der 13-jährige Iron Brown war eine Woche zuvor aus dem Schulbus geworfen worden. Er hatte Ärger, weil er im Bus Bonbons gegessen hatte. Darum fuhr ihn seine Tante zur Schule. Irons Tante liefert ihn eine Stunde vor Schulbeginn ab, weil sie in die Arbeit musste. No incidents, no activities at the school. A very safe day for young people. Sie dreht sich um und er liegt blutend am Boden. Im Auto verlor Iron Brown dann das Bewusstsein. Seine Tante war Krankenschwester. Sie rief sofort das Krankenhaus an und raste durch den Verkehr. Und sie sagte zu ihm, halt durch, ich liebe dich. Als ich Iron sah, lag er im Sterben. Und ich wusste nicht, ob wir ihm helfen konnten.
Das hier ist unser aller Zuhause. Wir haben geschworen, es zu beschützen. Und diese Typen tun so, als wäre all das ein Witz. Die Schüsse auf Iron Brown schürten die Angst in dieser einst so ruhigen Gemeinde. Das ist wie eine Art Terrorismus. Man sieht es an den Blicken der Menschen. Da herrscht die nackte Angst. Dass auf dieses Kind geschossen worden war, machte die Sache um einiges schlimmer. Und wir dachten, noch schlimmer könnte es nicht kommen, kam es aber. Es macht uns schon nervös, einfach nur irgendwo zu stehen, wie ich jetzt. Da blicke ich mich gleich um und denke, ich sollte hier lieber nicht stehen. Hinter mir ist ein Auto, hinter Ihnen ein Gebäude, das ist ein gewisser Schutz, aber man kann nie wissen. Das Schuljahr Anfangsfest ist gestrichen. Vielleicht wird das im November nachgeholt. Ist schon ärgerlich. Meine Eltern flippen total aus. Die lassen mich nirgendwo mehr hingehen. Keiner war sicher. Das merken die Leute schnell. Man kann es nie wissen. Wir können nur beten und hoffen, dass die Täter schnell gefasst werden. Ich habe Angst, wenn meine Frau oder unsere Tochter allein rausgeht. Jetzt stehen die Kinder in der Schusslinie. Das ist nicht gut. Man sollte sich im Schulbus sicher fühlen. Jetzt wurde einer angeschossen. Da kriegt man Angst. Unfassbar und so sinnlos. Da bricht aus heiterem Himmel diese Gewalt über unsere friedliche Gemeinde herein. Schrecklich. Sie müssen ihn schnappen. Sie brauchen schon viel zu lang. Wir gerieten immer stärker unter Druck. Meine eigene Frau fragte, sind unsere Kinder sicher? Und ich konnte nichts darauf sagen, weil ich es nicht wusste. Seit das anfing, muss ich immer daheim bleiben. Sie sagen die Spiele ab. Das ist die Softball-Liga für Erwachsene. Ihr seid erwachsen. Abgesagt? Warum? Zu unserer Sicherheit. Wir sind 2 Stunden lang hergefahren und ich hoffe, dass ich nicht tanken muss. Wir reden darüber, egal wo. Egal bei was, in der Schule, im Bus. Immer sieht man sich erst um. Ich mache das an Tankstellen. Überall, wo ich hingehe. Eltern glaubten, ihre Kinder seien nicht sicher. Zu Recht. Keiner wusste, wer der Nächste sein würde. Sonst nehmen sie den Bus vor der Haustür, aber seit dem Sniper fahre ich sie selbst zur Schule. Das Leben muss weitergehen. Wir können die Kinder nicht um ihre Erziehung bringen. Wir brauchen frische Luft, aber die Rollos sind unten. Ich darf auch nicht mehr zu meiner Freundin. Wenn man sich in dieser Stadt umsieht, es ist wunderschön und friedlich hier, die vielen Pferde. Und dann geht man die Straße entlang und hört die Leute reden in den Restaurants und überall geht es um das Gleiche, kugelsichere Westen. Das ist schon extrem, diese Angst nicht zu wissen, was passiert. Er könnte ja überall sein. Hoffentlich hört der Irrsinn heute auf. Mit der öffentlichen Panik erhöht sich auch der Druck auf die Polizei, allen voran Polizeichef Charles Moose. Viele waren überrascht, als sie den Polizeichef weinen sahen, aber seine Mitarbeiter verstanden, warum. Er war gescheitert. Noch am selben Tag bittet Charles Moose die Regierung um Hilfe. Die Ermittlungsarbeit änderte sich drastisch. Das FBI beteiligt sich an der Mördersuche und es wird eine Belohnung von $200,000 ausgesetzt für Informationen, die zur Ergreifung der Täter führen. Am Ort der Schüsse auf Iron Brown führen Ermittler einen Spurensuchgang durch, bei dem Schulter an Schulter ein Gebiet gründlich durchkämmt wird. Zwei von ihnen entdeckten im Gebüsch eine flach gedrückte Stelle, wo vielleicht jemand gelegen war. Sie durchsuchten dieses Gebiet noch gründlicher und fanden mit einem Metalldetektor die Patronenhülse. Sie finden auch einen Füller, bei dem die Tintenpatrone entfernt worden war. Er wird später auf DNA-Spuren hin untersucht. Doch der größte Fund des Tages ist eine mysteriöse Tarotkarte. Darauf stand:
Für Sie, Herr Polizist, nennt mich Gott. Nicht an die Presse weitergeben. Sie benutzten das Kennwort, nennt mich Gott. Das war wie eine Visitenkarte, die sagte, wir haben wieder zugeschlagen. Zu der Zeit haben sie noch keine Forderungen gestellt. Das war eine beängstigende Situation. Die Verdächtigen machten deutlich, dass die Medien rausgehalten werden sollten. Die Ermittler wollten diesen Wunsch respektieren, in der Hoffnung, dass die Täter sich wieder meldeten. Doch das war schwierig, da es überall von Medienvertretern nur so wimmelte. Ein Sender benutzte einen fast zwei Stockwerke hohen Kamerakran. Sie filmten durch einen kleinen Spalt im Rollo sensible Informationen von einer unserer Tafeln ab, wie den Ort, wo wir gerade nach Spuren suchten. Da schickten sie dann Kamerateams hin. Polizisten riefen an und sagten, gerade kam ein Kamerawagen hier an. Doch die Tarotkarte will die Polizei unbedingt vor der Presse geheim halten. Am nächsten Tag war die Information über die Tarotkarte schon durchgesickert und stand auf der Titelseite der Washington Post. Diese Art Journalismus, bei allem Verständnis, kann für einen Fall verheerende Folgen haben. Die Polizei trat hoffnungslos auf der Stelle, aber wenigstens einen Lichtblick gab es. Wir haben einen jungen Mann. Iron Brown, der angeschossene 13-jährige Junge, würde überleben. Die am Tatort gefundenen Patronenhülsen wiesen auf ein Bushmaster-Gewehr hin. Eine Waffe, die tödliche Wunden verursachen kann. Auch in den Händen eines Amateurs. Michael Bouchard informiert die Presse. Ich erklärte, dass man für diese Waffe keine militärische oder andere Ausbildung bräuchte. Das letzte Opfer war in den Bauch getroffen worden. Dem nächsten Opfer wurde prompt in den Kopf geschossen, wie als Nachricht, wenn du denkst, ich bin nicht gut, sieh dir das an. Dean Harold Myers, ein 53-jähriger Bauingenieur und Vietnam-Veteran, hält in Manassas, Virginia an einer Tankstelle. Er kam von der Arbeit und hielt an, um zu tanken, weil er einen weiten Heimweg nach Gaithersburg hatte. Er stieg aus und zapfte Benzin. Eine Kugel Kaliber 223 durchschlägt seinen Schädel. Ein solcher Kopfschuss ist tödlich. Da können wir gar nichts mehr machen. Zwei Tage danach wird Ken Bridges in Fredericksburg, Virginia erschossen, auch er beim Tanken. Drei weitere Tage später zeigen sich die Täter besonders grausam. Alle Notrufbänder gehen einem zu Herzen, aber dieses ganz besonders. Ted und Linda Franklin laden gerade Regalbretter in den Kofferraum ihres Wagens. Ted klettert nach vorne in den Fahrerraum, um den Sitz vorzuschieben. Linda bleibt so lange hinten am Wagen stehen. Da trifft sie die Kugel. Wieder ist es ein Schuss in den Kopf. Your wife is shot? Yes. Where she been shot? She shot in the head. Die rechte Seite von Linda Franklins Kopf war ganz weggerissen worden. Spritzer davon trafen Mr. Franklin. Er stürzte zu ihr und rief den Notruf. Linda Franklin ist das 11. Opfer des Snipers. Mit jedem neuen Opfer kriegten wir zu spüren, dass wir die Menschen hier nicht beschützen konnten. Die Polizei brauchte endlich Ermittlungserfolge, die sie weiterbrachten. Der brutale Mord an Linda Franklin hatte die Bevölkerung besonders erschüttert, weil die Frau in den Armen ihres Mannes starb. In Gegenwart eines Familienmitglieds, das war neu. Doch diesmal gibt es einen Augenzeugen. Matthew Dowdy sagt aus, er habe den Killer gesehen, als er aus dem Home Depot Baumarkt herauskam. Ein Mann, arabisch aussehend, dunkelhäutig, kauernd, der mit einer Kalaschnikow schoss. Er erwähnt auch einen weißen oder cremefarbenen Lieferwagen mit kaputtem Rücklicht. Das war die erste gute Beschreibung eines möglichen Verdächtigen und seines Fahrzeugs. Moose spricht erneut zur Bevölkerung. Wir wollen die Leute weiterhin zu schauen für Dinge, die aus dem Platz sind, strange behavior. Report that. Pleased to say that people continue to call our tip line. There are more bad guys. Es gibt mehr Bösewichte als Polizisten, aber nicht mehr als gute Menschen. Wenn man die aktiviert, vervielfacht das die Polizeikräfte. Und darauf hofften wir auch in diesem Fall.
Zwei Tage später sieht sich ein Ermittler die Überwachungsbänder von Home Depot an. Ich bekam einen Anruf von der Polizei aus Fairfax. Sie hätten das Material von Home Depot, das diesen Mann während der Zeit im Laden zeigte. Der Zeuge Dowdy erscheint auf den Aufzeichnungen des Ladens um 21.21 Uhr, 3 Minuten nach den Schüssen. Da wurde uns klar, dass wir eine falsche Täterbeschreibung erhalten hatten. Der Augenzeuge stellt sich als Schwindler heraus, der nur die Aufmerksamkeit der Medien suchte. 2 Wochen nach dem ersten Mord standen die Ermittler wieder bei Null. Alle Verdächtigen, die sie nach dem Franklin-Mord unter Überwachung gestellt hatten, konnten sie nun von der Liste streichen. Die Polizisten waren frustriert und übermüdet, aber sie wussten, sie mussten sich jetzt noch härter ins Zeug legen. Man wollte dranbleiben, blieb über seine Schicht hinaus. Der Chef musste einen heimschicken, immer schlafen, morgen ist auch noch ein Tag. Und auf dem Heimweg gab es wieder einen Anschlag gleich um die Ecke. Meine liebe Sekretärin Sue Austin ging mir in aller Früh noch Socken kaufen, weil ich nicht mal heimkam, um die Wäsche zu machen. Barney Forsythe wollte vor der Blutserie eigentlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen, doch nun verschob er seinen Abschied. Es wäre mir sehr schwer gefallen, das alles jemand anderen zu übergeben. Die Ermittler haben keine Ahnung, dass ihr bester Informant auf der anderen Seite des Kontinents im Bundesstaat Washington auf dem Sofa sitzt. Robert Holmes aus Tacoma sieht im Fernsehen einen Bericht über die Anschläge und ist alarmiert. Er hatte so ein Bauchgefühl, dass sein Freund John Mohammed dahinter steckte. John Mohammed war sein Kamerad in der Armee gewesen und besaß ein Langstreckengewehr wie jenes, das im Fernsehen gezeigt wurde. Vor allem aber fand Robert Holmes auffällig, dass Mohammeds Frau, die sich von ihm getrennt hatte, mit den Kindern in die Gegend um Washington D.C. gezogen war. Er ruft die FBI-Hotline an, aber sein Hinweis geht verloren. Auch der Sniper selbst will mit den Ermittlungsbehörden sprechen. Doch er hat Probleme, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Get your people. Montgomery County Police Hotline. We're not investigating a crime. Do you like the number? Aus welchem Grund auch immer, der Sniper hatte die falsche Nummer gewählt. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht die richtige Nummer hatten. Diese Nummer war überall bekannt. Erschwerend kam hinzu, dass es noch einige andere Anrufer gab, die sich zu den Verbrechen bekannten. In diesem Durcheinander ging der echte Sniper unter. Die Polizei sollte unbedingt glauben, dass sie die Killer waren, wenn sie anriefen. Also verübten sie einen Anschlag in Montgomery, Alabama, und verlangten, dass wir ihn untersuchten. Es hieß, ihr müsst mir glauben, ich bin der Sniper, und daran seht ihr das. Ich rief sofort in Montgomery, Alabama an und fragte nach einem Vorfall bei einem ABC-Store. Und es hatte dort einen Raubmord gegeben. Es gab zwar sonst keine Hinweise auf den Täter, aber es war kein Bushmaster-Gewehr benutzt worden. Und auch der Raub passte nicht zum sonstigen Vorgehen des Snipers. Samstag, 19. Oktober. Jeffrey und Stephanie Hopper sind auf dem Heimweg nach Florida, als sie in Ashland, Virginia halten, um zu tanken und Abend zu essen. Das Paar wähnt sich außerhalb der Gefahrenzone. Sie kamen Hand in Hand aus dem Ponderosa-Restaurant. Sie hören eine Explosion. Erst einen Moment später realisiert Jeff Hopper, dass er am Bauch getroffen ist. Seine Frau hat Mühe, ihr Handy zu öffnen, um den Notarzt zu rufen. Jeff muss sich in den nächsten 18 Tagen 5 Operationen unterziehen. Er wird schließlich wieder völlig genesen. In den nahegelegenen Wäldern findet ein Fahndungshund eine Patronenhülse und eine Nachricht, die an einen Baum geheftet wurde. Der Zettel steckt in einer Halloween-Tüte mit Zip-Verschluss. Eine erste Nachlässigkeit des Killers.
Auf dem Beutel mit Zipverschluss befand sich DNA. Das ist eine der Stellen, wo man danach sucht. Denn wenn man den Zipverschluss zumacht, zieht das DNA vom Finger. Die DNA passt jedoch zu keiner in der nationalen Datenbank des FBI. Erst nach diesen Tests liest die Polizei die Nachricht selbst. Für Sie, Herr Polizist, nennt mich Gott. Und dann wurden sehr detaillierte Forderungen gestellt, deren Erfüllung das Morden beenden würde. Der Sniper wollte 10 Millionen Dollar, deponiert auf einem Bankkonto. Als ich hörte, dass sie eine unverschämt hohe Summe forderten, war ich mir sicher, dass wir sie kriegen würden. Der Sniper schreibt auch, er werde um 6 Uhr morgens in Ponderosa anrufen, wo die Schüsse auf Hopper gefallen waren. Wegen der DNA-Analyse verpassten wir den Zeitpunkt. Chief Moose gab eine Pressekonferenz, in der er eine Antwort auf die Nachricht gab. To the person who left us a message at the Ponderosa last night, we do want to talk to you. Call us at the number you provided. Thank you. Am Morgen des 21. Oktober ruft der Sniper tatsächlich an. Zum ersten Mal steht die Polizei in direktem Kontakt mit ihm. Der Anruf wird zu einer Tankstelle zurückverfolgt. Eine halbe Stunde später werden dort zwei Männer verhaftet, einer davon mit einem weißen Lieferwagen. Aber diese Männer sind nur illegale Einwanderer, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Die Ermittler konzentrieren sich jetzt auf die merkwürdige Wortwahl des Snipers. Ihr habt den Sniper geschnappt wie eine Ente in der Schlinge. Wir sahen uns nur achselzuckend an und wussten nicht, was diese Worte bedeuten sollten. Der Sniper hat in der Nachricht auch den Anschlag in Alabama erwähnt. Bei einem erneuten Anruf dort erfahren die Ermittler, dass in der Nähe des Tatorts eine Waffenzeitschrift gefunden wurde. Die örtliche Polizei hat allerdings die Fingerabdrücke darauf noch nicht untersuchen lassen. Es hieß, wir konnten sie nicht prüfen, weil wir hier nicht über die nötige Technik verfügen. Das Heft wird also nach Washington D.C. geflogen. Und siehe da, der Abdruck stammte von einem Lee Boyd Malvo. Lee Boyd Malvo war ein 17-jähriger Jamaikaner. Seine Fingerabdrücke waren von der Einwanderungsbehörde genommen worden. So bekamen wir einen Menschen und ein Gesicht zum Fingerabdruck. Die Polizei ist davon überzeugt, dass der Teenager einen Komplizen hat. Wir wussten, wenn es uns gelänge, diese Information nur 24 Stunden vor den Medien geheim zu halten, könnten wir sie fangen. Doch wenn das durchsickerte, würden sie wahrscheinlich für lange Zeit untertauchen. In einem Zeitraum von 3 Wochen hatten die Sniper kaltblütig auf 12 Menschen geschossen. Gerade als die Polizei glaubt, ihnen auf den Fersen zu sein, schlagen sie erneut zu. Wieder im Herzen von Montgomery County am 22. Oktober. Conrad Johnson, ein 35-jähriger Busfahrer aus Jamaika, wird das nächste Opfer. Als er in den Bus einstieg, um loszufahren, wurde er erschossen. Am Tatort findet sich an einem Baum eine weitere Nachricht. Eure Unfähigkeit hat ein weiteres Leben gekostet. Das FBI hatte 100.000 Dollar zur Seite gelegt, für den Fall, dass es doch noch zur Verhandlung mit den Tätern käme. Aber den wichtigsten Teil des Puzzles hatten die Ermittler anhand des Fingerabdrucks auf dem Waffenheft längst geklärt. Sie mussten nur noch herausfinden, wo sich Lee Boyd Malvo aufhielt. Die Fingerabdrücke waren an der Westküste genommen worden. Laut dem Einwanderungsbericht der Behörden in Bellingham, Washington, hat es einen Streit wegen Lee Malvo gegeben zwischen seiner Mutter und einem Mann namens John Muhammad. In dem Bericht wurde ein John Muhammad erwähnt. Er konnte also mit Lee Boyd Malvo in Verbindung gebracht werden. Mohammed hatte Malvos Mutter geholfen, von einer karibischen Insel aus illegal in die USA einzuwandern. Dort freundeten sich John Mohammed und Lee Malvo an und gaben sich oft als Vater und Sohn aus.
In Tacoma spielen FBI-Agenten die Aufnahmen des Snipers Mohammeds alte Militärkameraden Robert Holmes vor. Er war sein langjähriger Freund aus der Armee. Sie vertrauten sich. Holmes, der selbst vor ein paar Tagen bereits vergeblich die Hotline angerufen hatte, identifiziert Lee Malvos Stimme. Holmes nennt dem FBI auch ein mögliches Motiv. Er wusste, dass Mohammed sehr litt, als er seine Kinder an Mildred verlor. Mildred ist Mohammeds Ex-Frau. Als er damit drohte, sie zu töten, versteckte sie sich mit ihren Kindern im Großraum Washington, D.C. Holmes führt die Agenten auch zu einem Baumstumpf in seinem Garten, den Malvo und Mohammed für Schießübungen benutzt hatten. Die Schlinge um die Verdächtigen zieht sich allmählich zu. Wir fanden das Kennzeichen heraus, eine New Jersey-Nummer, zugelassen auf Mr. Mohammed. Wir suchten nach einem blauen Chevy Caprice mit New Jersey-Kennzeichen und nach mindestens zwei oder mehr Personen. Wir hofften, dass diese Spur auch die richtige war. Whitney Donahue hat in Manassas, Virginia bis spät in die Nacht gearbeitet. Um 23.30 Uhr fuhr ich heim. Ich stieg in meinen Van und bog auf die Route 66 ein. Seine Heimfahrt wird viele Stunden dauern. Um wach zu bleiben, stellt er das Radio an. Gesucht wird ein blauer Chevy Caprice mit dem New Jersey-Kennzeichen NDA21Z. Donahue hat selbst einmal so ein Auto besessen, weiß also genau, wie es aussieht. Ich überprüfte alle Autos auf dem Straßenring um Washington. Dann fuhr ich auf die Route 70 und hielt an einem Rastplatz bei South Mountain. Als ich dort einfuhr, sah ich den Caprice, dunkelblau. Und als ich näher kam, konnte ich das vordere Nummernschild erkennen. Da stand genau das drauf, was ich notiert hatte. Ich hielt gegenüber, holte mein Handy raus und wählte den Notruf. Ich konnte sie hören, aber sie hörten mich nicht und legten auf. Ich versuchte es erneut und es passierte nochmal. Endlich hatte er eine gute Verbindung. Ich sollte zurückgehen und das Auto nochmal überprüfen. Donahue erschien dies zu auffällig. Also bat er einen Mann, den er in der Nähe der Toiletten sah, das Kennzeichen beim Vorbeigehen zu überprüfen. Ich sagte ihm, er sollte kurz hupen, wenn er sicher war. Die Maryland State Police sagte Whitney, bleiben Sie in der Leitung, sagen Sie uns, was Sie sehen und hören. Und dann startete dieser riesige Einsatz. Ich fuhr so schnell ich konnte hin. Die Hubschrauber waren schon in der Luft. Ich erinnere mich, dass es eine kühle Nacht war und dort war es sehr ruhig. Sie sperrten den Highway ab. Spezialeinheiten bereiten sich auf einen Schusswechsel vor. Diese Leute hatten drei Wochen zusammen trainiert und die Verhaftung genau geplant. Sie nahmen also Aufstellung und zogen alles genau so durch. Ich weiß noch, wie ich zu Malvo runtersah und Schweißperlen auf seiner Stirn entdeckte. Es war Oktober und kühl. Er sagte kein Wort. Dann ging ich rüber und sah John Mohammed ins Gesicht. Er war wütend. Alles war schnell gegangen. Wir wussten, wir hatten sie und waren erleichtert, dass es vorbei war. Ich war extrem erschöpft, physisch und psychisch. Doch eine Sache muss Barney Forsythe unbedingt noch erledigen. Ich hielt an der Schule, an der meine Frau Marsha arbeitete. Ich holte sie aus der Klasse, umarmte sie und sagte, wir haben sie. Du darfst es noch niemandem sagen, weil es noch nicht öffentlich ist. Aber wir haben sie. We're gathered to share some information with regards to a sniper situation that has been occurring in the Washington metropolitan area. At approximately 1 o'clock a.m. today, a motorist called 911 to report seeing a 1990 Chevy Caprice
Ich war daheim und sah die Nachrichten. Meine Kinder waren auch da und jubelten. Haben wir jetzt wieder Pause im Freien? Zumindest sind manche Familien heute noch komplett, weil wir die Killer geschnappt haben. Leibold Malvo schwieg nach seiner Verhaftung mehrere Tage lang, bis June Boyle ihn schließlich zum Reden brachte. Wir erfuhren, dass wir ihn verhören sollten. Das war ja ein sehr großer, landesweiter Fall mit verschiedenen Zuständigkeiten. FBI, Bundespolizei, Staatspolizei. Das war anfangs schon nervenaufreibend. Die ganze Mordkommission hetzte herum und versuchte, alles Nötige zu beschaffen, die ganze Ausrüstung und so weiter. Uns war bekannt, dass er bei seiner Verhaftung in Maryland überhaupt nicht geredet hatte. Wir konnten nur heute versuchen, ihn zum Reden zu bringen. Und das war's. Wir mussten also an dem einen Tag so viele Einzelheiten wie möglich aus ihm rauskriegen, um unsere Behauptungen beweisen zu können. Wir wollten kein Pauschalgeständnis, wir wollten die Wahrheit in all ihren Einzelheiten, um genau sagen zu können, sagt er die Wahrheit, erfindet er etwas? Möchtest du Saft, Obst oder einen Salat? Er hatte Hunger, er wollte einen Veggie-Burger und damit ging's los. Wir ließen ihm einen holen, zwei sogar, und Wasser dazu. Und dann fing er an zu essen und zu reden und zwar ziemlich viel. Malvo erzählte, er habe vor dem Töten gefastet, weil er dann besser traf. Er gab damit an, wie er einmal 5 Morde an einem Tag geplant hatte, weil er wusste, das war zu viel für die Polizei. Er schilderte jeden Mord im Detail. Zum Beispiel hatte er ursprünglich Ted Franklin erschießen wollen. Aber der bewegte sich zu schnell. Linda Franklin ging zum hinteren Teil des Wagens. Er sagte, es dauerte keine 2 Sekunden. Er legte an und schoss. Dann zeigte er auf seinen Kopf, lachte und sagte, war ein toller Schuss. Malvo öffnete sich Boyle immer mehr und erzählte auch über seine Beziehung zu John Allen Muhammad. Er sprach von Muhammad mal als bestem Freund, mal als Vater. Jedenfalls standen sie sich sehr nahe und machten alles gemeinsam. Everything they did together. Er und John machten Schießübungen im Staat Washington und sprachen darüber, dass sie schießen würden. Er sagte, wir haben uns gegenseitig alles beigebracht. Viele Ermittler vermuten heute, dass John Muhammad im Lauf der Mordserie auch seine Ex-Frau erschießen wollte, um die Kinder zurückzubekommen. Ich halte es für plausibel, dass er auch sie als Zufallsopfer töten wollte. John Muhammad war voller Hass. Nach vollständiger Aufklärung kam man auf 24 bis 26 Anschläge im ganzen Land, an denen die beiden beteiligt waren. Muhammad hatte Leibold Malvo beigebracht zu hassen. 2004 wurde John Allen Muhammad in Virginia zum Tode verurteilt. Er hat gegen das Urteil Einspruch eingelegt. Der damals 17-jährige Leibold Malvo wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.